Vor ziemlich genau einem Jahr. Marco Antwerpen übernimmt bei den abstiegsbedrohten Roten Teufeln. Der erste Auftritt auf der FCK-Bühne. Mannheim, Südwestderby, das vielleicht wichtigste Spiel des Jahres. Vorhang auf für Kaiserslautern und Antwerpen. Die Premiere ist ein voller Erfolg. Erste Chance für Kaiserslautern und jetzt führt der FCK. Jetzt Kleinsorge, Traumtor zum 2:0. Der neue Coach haucht den Roten Teufeln mit seiner Emotionalität neues Leben ein. Zwar glänzt noch nicht alles sofort, aber der FCK schafft am Ende den Klassenerhalt. Um Marco Antwerpen gibt es aber immer wieder Theater. Kaum ein Trainer in der Liga polarisiert so wie er. Bei den eigenen Fans genießt er inzwischen Kultstatus. Bei anderen eckt er häufig an. Wortgefechte mit Schiedsrichtern sind keine Seltenheit. Noch in der Hinrunde holt er sich seine vierte gelbe Karte und fehlt ein Spiel gesperrt. Auch mit Trainerkollegen legt sich Antwerpen an. Letzte Saison teilt er gegen Joe Ennox verbal aus. Was Zwickau anbietet, ist wahrscheinlich in England sehr beliebt, immer sehr lang. Gut, ist erfolgreich, von daher, was erfolgreich ist, ist ja bekanntlich dann gut. Vor wenigen Wochen dann der provokative Jubel gegen das Zwickauer Publikum und der verweigerte Handschlag gegenüber Ennox. Das ist dann eher meine persönliche Beziehung zu dem Trainer von Zwickau. Und da muss man halt auch manchmal seinen eigenen Weg gehen, das habe ich gemacht. Ein streitbarer Charakter. Der sportliche Erfolg lässt seine Kritiker aber verstummen. Antwerpen hat innerhalb eines Jahres aus einem Abstiegskandidaten einen Aufstiegsfavoriten gemacht. Das Fundament dafür liegt in der brutalen Defensive. Nur 15 Gegentore bisher, 10 weniger als die anderen Top-Teams Magdeburg und Braunschweig. Für das Offensivensemble wurde im Aufstiegskampf noch ein Trumpf gezogen. Terence Boyd soll das Mosaiksteinchen sein für die Rückkehr in die zweite Liga. Der Winterneuzugang aus Halle mit seinem ersten Tor im FCK-Dress. Das Derbys Antwerpen liegen zeigt seine Bilanz. 3 Siege und ein Remis in den Spielen gegen Mannheim und Saarbrücken. Heute kehrt er dorthin zurück, wo die Geschichte begann. Der erste Akt vor einem Jahr, ein wichtiger Sieg für den Klassenerhalt. Folgt heute die Zugabe, der Erfolg für den Aufstieg? Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.